Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Heute begrüße ich euch mal nicht aus dem Van, sondern aus meinem Kinderzimmer, aka Materiallager, aka Werkstatt, wie auch immer man das nennen möchte. Denn ich muss hier gerade mitten in der Nacht spontan ein neues Intro filmen. Aus dem Grund, dass ich eigentlich den Plan hatte, dieses Video hier allgemein über Scharniere für Hängeschränke, außerdem über Türscharniere und auch über Auszüge für Schubladen zu machen. Und ich dachte mir so, ja, das kriege ich safe alles so in 40, 50 Minuten unter. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, ist dieses Video sogar knapp 50 Minuten lang. Es geht aber in dem Video nur um die Scharniere für die Hängeschränke. Ich habe das wieder sehr, sehr ausführlich gezeigt, wie ich meine Klappen für die Hängeschränke befestigt habe. Ich habe da sehr coole Scharniere dafür gefunden, mit denen das super klappt. Trotzdem hatte ich auch, wie gewohnt, einige Probleme dabei. Am Ende des Ergebnisses hat aber dann doch ganz gut gepasst. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich denke, ihr werdet euren Spaß haben beim Anschauen dieses Videos. Kommenden Montag wird es dann schon das nächste Video geben, wo ich euch dann noch zeige, wie ich meine Türen beim Hängeschrank, ich habe nämlich oberhalb der Küche auch zwei Türen zum Öffnen, wie ich die angebracht habe mit Topfscharnieren und auch wie ich Schubladenauszüge anbringe. Und außerdem werde ich im kommenden Video dann auch noch zeigen, wie ich all das beim Fahren sichere, dass es nicht aufgehen kann. Also könnt ihr euch auch auf das nächste Video auf jeden Fall schon mal freuen. Generell findet ihr alle meine Videos zum aktuellen Van-Ausbau in dieser Playlist hier oben. Gerade wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann schaut da sehr gerne mal vorbei. Da werdet ihr bestimmt finden, was ihr sucht. Wenn es irgendwas mit dem Thema Van-Ausbau zu tun hat, dann werdet ihr es da finden. Außer ihr seid jetzt noch zu früh, weil noch sind natürlich nicht alle Videos online. Nach wie vor stehen Themen wie Elektrik und Wassersystem aus. Das kommt dann aber auch in den nächsten Wochen. Und ja, demnächst wird der Van auch irgendwann mal fertig sein. Nach dann irgendwann einem Jahr Arbeit oder so. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Wir starten mit der Vorbereitung der Klappen. Denn natürlich kamen auch da wieder die schönen Zierblenden zum Einsatz. Also ich würde sagen, let's go! Dreiviertelstunde habe ich es jetzt ausgehalten hier draußen, jetzt muss ich aber wieder in die Wärme und ich habe es, weil ich so viel Verschnitt hier habe, nicht geschafft, alles zuzuschneiden. Ein Ding fehlt mit 50 cm, 50,3 glaube ich, und das längste, was ich hier habe, sind so 47 oder so. Und hätte ich das mal ein bisschen besser geplant, dann wäre es definitiv gegangen, weil so viel Verschnitt. Also, kleiner Tipp, fangt immer mit den größten Maßen an, wenn ihr solche Blenden zuschneiden wollt, für die Hängeschränke jetzt in dem Fall. Und dann könnt ihr, wenn es langsam knapp wird, gucken, ob ihr das irgendwie gut nutzen könnt, dass eben nicht so lange Reststücke übrig bleiben, die ihr dann nicht mehr brauchen könnt. Naja, jetzt muss ich halt dann nochmal zumindest eine so eine Latte kaufen, aber ich gehe eh davon aus, dass von den ganzen, die ich jetzt zugeschnitten habe, auch ein paar nicht passen. Und dann muss ich das eh auch nochmal korrigieren. Aber die werde ich jetzt mal auf den Platten anhalten und dann mal gucken, wie es aussieht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich noch so eine Restlatte von der Küche hatte. Da habe ich ja genau die gleichen Zierblenden hingemacht. Und jetzt konnte ich hier, das hier war die fehlende, konnte ich gerade doch noch zuschneiden. Und jetzt habe ich auch alles schon mal zurechtgelegt und ich bin sehr positiv überrascht. Sie passen doch eigentlich alle ganz gut. Das bedeutet, ich muss nicht extra zum Baumarkt fahren und kann jetzt hier heute Abend in meinem wundervollen Kinderzimmer, absolutes Chaos hier, kann ich jetzt die Blenden schon mal anfangen drauf zu leimen. Ich habe nämlich nur 4 Schraubzwingen hier, 2 sind noch im Keller. Das reicht aber trotzdem immer nur für eine Platte, eine nach der anderen. Und dann mache ich zumindest heute mal noch 2 oder 3. Morgen dann den Rest. Übrigens noch kurz zu der Ecke. Ich trinke sehr selten Alkohol, deswegen steht hier so viel. Macht Sinn, oder? Ich meine, ich trinke es nicht, deswegen steht es hier. Nee, aber wirklich, ich trinke wirklich selten Alkohol. Inzwischen eigentlich fast gar nicht mehr. Vorbildfunktion erfüllt. Thank you.
jetzt sind die Türen und Klappen soweit erstmal fertig. Ich habe jetzt gerade noch die ganzen Kanten alle abgeschliffen, dass, wenn die Zierblenden so minimal überstehen, man das einfach begradigt damit. Und wenn ich das dann später weiß lackiere, dann sollten das relativ schöne Kanten werden. Ich habe gesehen, bei dem einen Pappelsperrholz, ganz crazy, da ist hier ein richtiger Riss sozusagen drin. Also da fehlt fast eine Schicht aus dem Pappelsperrholz. Zwar nur so 2-3 mm tief, aber da ist hier ein richtiger Spalt. Da muss ich dann schauen, dass ich das verstecke, die Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die hinkommt, aber das werde ich mir dann angucken. Als nächstes muss ich jetzt aber erstmal für die Scharniere so Verstärkungen für die Zwischenplatten vom Hängeschrank im Endeffekt basteln. Dafür nehme ich wieder so eine Restplatte, die ich hier habe. Die ist 12 mm dick, weil ich habe momentan nur 8 mm bei den senkrechten Platten vom Hängeschrank. Und für die Scharniere, um die anzuschrauben, erstmal muss ich von beiden Seiten auf die gleiche Höhe. Das heißt, da hätte ich nur 4 mm pro Seite und ich brauche, glaube ich, 12, 13 oder so. Und ich mache jetzt einfach immer auf beide Seiten. Von diesem Stück hier schneide ich mir so ein Rechteck aus, das genau die Größe von einem Scharnier hat. Dann sieht es auch einigermaßen ordentlich aus am Ende trotzdem. Und dann schraube ich das quasi noch rein, also an die Platte ran von beiden Seiten. Das ist ein Sandwich im Endeffekt. Also in der Mitte ist die Platte und ich mache von links und von rechts noch ein Stück von der Platte dran. Und dann kann ich mir die Scharniere mal anschauen. Und da muss ich natürlich die Scharniere sowohl am Hängeschrank als auch das Gegenstück an den Türen und Klappen dann anschrauben, beziehungsweise an den Türen nicht. An den Türen habe ich, ich weiß nicht wo, aber für die Türen habe ich extra Türscharniere natürlich, und zwar Softclaws-Scharniere. Genau, und jetzt mache ich aber erstmal diese kleinen Rechtecke aus dieser Platte hier. Das hier sind die Scharniere, mit denen ich plane, die Hängeschränke anzuschrauben. Ich habe mit solchen Scharnieren noch nie irgendwas gemacht, aber ich denke mal, wird schon funktionieren. Ich bin gespannt, ob die dann auch die Platten wirklich oben halten oder ob ich da vielleicht noch Gasdrückdämpfer zusätzlich brauche. Aber ich glaube, was die Bewertungen und so gesagt haben, sieht das relativ gut aus. Vom Prinzip her, so ist es ausgeklappt, wird halt hier an die Wand geschraubt. Hier kommt die Platte dran. Man kann dann sogar noch den Öffnungswinkel einstellen. Da gibt es zwei verschiedene Stellungen. Kann man irgendwie mit diesem kleinen weißen Ding hier, wenn man das da runter macht, dann hat man, glaube ich, 90 Grad und so eigentlich 75 Grad, genau. Ich denke aber, ich werde es eher auf 75 Grad dann lassen oder ja, gucke dann mal, je nachdem. Vielleicht kann ich auch die Klappe noch weiter hochgehen lassen. Ja, man kann auch die Federkraft verstellen, indem man hier an der Schraube dreht, habe ich schon gesehen. Von daher sollte es schon gehen, dass die Klappen dann auch halten. Und ich habe mir jetzt eben hier diese Verstärkungen gebastelt, die hier, weil die eben jetzt noch hier so dran geschraubt werden. An die Vorderkante, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Und dann kommt das Scharnier hier dran, weil sonst, ich habe hier eben nur 8 mm Platten, das ist zu dünn. Und so habe ich jetzt nochmal jeweils 12 mm auf beiden Seiten. Die Schrauben, die ich verwende, eigentlich sind empfohlen, ich glaube 14x5 für diese Wände und 13x4 für in die Klappe rein. Und ich habe aber jetzt hier welche da. Genau, die sind 3,5x12. Ich nehme jetzt die 3,5x12 Schrauben für beides, sowohl für in die Platte rein als auch in die Klappe, weil ich einfach keine anderen Schrauben da habe und ich habe jetzt keine Lust, deswegen wieder zum Baumarkt zu fahren. Dazu nehme ich dann noch Beilegscheiben, die liegen auch da vorne, so kleine einfach, dass die Auflagefläche quasi ein bisschen größer ist, und dann denke ich, sollte das auch halten, und wenn doch nicht, dann muss ich halt nachträglich die Schrauben austauschen. Wird schon halten, da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Genau, und jetzt werde ich als erstes mal diese Verstärkungen anschrauben und dann bin ich gespannt, ob ich das gut hinkriege. Ich habe momentan noch ein bisschen Respekt davor, ob die Ausrichtung der Klappen dann auch passt, weil hier soll es natürlich vorne ganz bündig sein, hier in der Mitte dann so ein kleiner Spalt, dass die auch alle nebeneinander vielleicht sogar aufgehen, wäre ganz cool. Und ja, mal gucken, wie gut das Ergebnis dann wird. Diese Scharniere findet ihr auch in meinem Amazon-Shop unter dem Punkt Möbelbau. Habe ich natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Und später kommen wir dann auch noch zu Türscharnieren, weil zwei von den Fächern auf der anderen Seite bekommen ja Türen. Hier sind drei Klappen, auf der anderen Seite zwei Türen und eine Klappe. Und Türscharniere habe ich jetzt im Baumarkt gekauft. Würde ich euch aber auch empfehlen, die online zu kaufen, weil die einfach online viel günstiger sind. Solche Scharniere sind wirklich Sachen, wo Baumärkte richtig gut Geld verdienen, glaube ich. Zu den Türscharnieren kommen wir aber dann später. Jetzt bringe ich, wie gesagt, erstmal diese Dinger hier an. Die schraube ich jetzt natürlich so an, dass dann später die Schrauben, die hier das Scharnier befestigen, dass das nicht auf derselben Höhe liegt. Also ich halte es hier an, im Prinzip.
dann kommt das Scharnier schon mal so provisorisch drauf. Dann muss ich nochmal gucken, wo das genau sein soll. Das steht in der Anleitung drin, also in den Bildern auf Amazon, da ist quasi so eine Bildanleitung, wo man die Löcher zu bohren oder zu schrauben hat. Genau, und jetzt, ja, ich kann es natürlich so einfach grob schauen. Dann sehe ich hier hinten, wo die Schrauben rein müssen, diese drei hier. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall gut das Holz anschrauben und weiter vorne natürlich sowieso. Ja klar, so mache ich es einfach. Also, wenn ich es jetzt so halte, dann seht ihr es. Hier kommen die Schrauben rein, die das Scharnier befestigen und ich kann ja einfach hier rechts dieses Holz und diese Platte schrauben sozusagen. Genau, das mache ich mit allen, dann kommen die Scharniere dran und dann schauen wir weiter. So, nach der ersten Klappe kann ich sagen, meine anfänglichen Sorgen waren bis jetzt komplett unbegründet. Die erste Klappe ist super geworden. Hier voll schön bündig, hier voll schön bündig. Nur es wird natürlich sehr spannend. Oben kann man schon ein bisschen erkennen, auf der Aufnahme wahrscheinlich nicht, aber oben ist der Spalt so ein bisschen ungleichmäßig. Also die Decke sieht jetzt aus, als würde sie nach hinten so leicht runtergehen. Es ist ja auch alles nicht ganz symmetrisch. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit den zwei weiteren Türen klappt und ob ich es hinkriege, dass die wirklich auch alle schön perfekt eine Linie bilden. Aber ja, wenn ich die öffne, dann schleift sie im ersten Moment ganz bisschen hier oben an der Decke. Da. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Geht dafür schön auf. Auch richtig cool, das geht wirklich. Also das habe ich gerade schon gemacht, kann ich euch auch gleich zeigen. Wegen dieser Umstellung von 75 auf 90 Grad. Ich mache es nochmal auf die 75. So, das ist jetzt die 75 Grad Einstellung. Ich finde, wenn ich hier so stehe, sieht man auch, wie hoch dieser Van einfach ist. Ist echt verrückt. Ich meine, ich habe noch Schuhe an sogar. Ich bin 1,88. So komme ich auf 1,90. Das heißt, ja, er ist hoch. Richtig cool, ich liebe die Höhe. Naja, auf alle Fälle, dieses kleine weiße Plastikteil, das ihr hier sehen könnt, das ist eben quasi so ein Stopper. Also ihr seht, wenn ich die Klappe zumache, ciao. Also wenn ich die, eigentlich wenn ich sie aufmache, dann geht eben dieses Ding, das stoppt durch dieses kleine Plastikteil hier. Zack, und jetzt steht es in der 75 Grad Stellung. Und diese Plastikteile kann man auch hier unten quasi reinmachen. So, auf der anderen Seite genauso. Also ihr seht, die sind einfach nur da aufgesteckt. Die kann man dann da runter machen und jetzt geht die Klappe eben deutlich weiter auf. Nur, es ist so, diese zwei Plastikteile auf beiden Seiten halten in der Position eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt zweimal auf und zu mache, dann fallen die Plastikteile runter und liegen irgendwo im Hängeschrank. Deshalb, wenn ihr die 90 Grad nutzen wollt, was ich jetzt machen werde, weil es funktioniert, es sind auch nicht 100% 90 Grad, das sind eher so 85 vielleicht, aber auf jeden Fall, es funktioniert. Warte, ganz kurz eine Sache muss ich euch noch zeigen. Also wenn ich es jetzt auch einfach loslasse, dann schwingt das durch die Filter so auf. Ja, okay, dann geht es sogar eigentlich ziemlich weit auf. Auf jeden Fall, wenn ich es kontrollierter mache, dann bleibt es halt in der Position hier stehen. Und dann kann ich es noch weiter hochdrücken und da bleibt es dann aber auch. Also es geht nicht ganz von selbst immer in die maximal geöffnete Stellung, aber so finde ich das völlig in Ordnung. Vielleicht kann ich auch die Federn noch ein bisschen stärker machen oder schwächer. Ich weiß jetzt, nee, wahrscheinlich stärker. Genau, aber auf jeden Fall mega cool. Ich bin richtig zufrieden mit den Scharnieren. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt bin ich, wie gesagt, wirklich gespannt, ob ich die weiteren Türen auch so gut hinkriege und dass es dann das Gesamtbild halt gut aussieht. Ja, aber was ich noch sagen wollte, die Plastikkappen halt, die könnt ihr direkt, wenn ihr diese maximal offene Stellung haben wollt, dann könnt ihr die Plastikkappen einfach wegtun, weil ihr seht schon in der Position hier, das ist nur, dass sie aufgeräumt sind im Endeffekt. Nur hier oben haben sie einen Effekt, da dienen sie so als Stopper und hier sind sie einfach nur als, wenn man sie eben hier oben nicht braucht, dass sie einfach aufgeräumt sind. Genau, deswegen, die würde ich schon behalten, falls man es doch irgendwann mal ändern will. Aber eigentlich, warum sollte man es ändern wollen? Im Endeffekt wird man immer die maximal
geöffnete Stellung bevorzugen, schätze ich mal, oder? Ich meine, warum sollte man wollen, dass die Tür weniger weit aufgeht? Außer natürlich, man hat jetzt hier an der Decke was im Weg, zum Beispiel hier, da hatte ich diese Ringöse drinnen. Da ist nämlich eine Nietmutter in der Decke eingesetzt. Ursprünglich war der Plan mal, dass da eventuell ein Hängesessel aufgehängt wird. Das hat auch an sich gehalten, aber es war uns dann doch einfach zu riskant, dass an diesem einen Ding, also nicht wegen der Schraube und auch nicht wegen der Nietmutter, sondern wegen dem Dach an sich, dass hier da so viel Gewicht dran hängt. Es funktioniert zwar, aber die ganze Decke geht so ein bisschen mit runter und das will ich dem Auto einfach nicht zumuten. Aber man könnte das jetzt trotzdem hier auch wieder reinschrauben und da eine Pflanze oder so aufhängen oder irgendwas anderes. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit dann die Klappe noch aufgeht, wenn das Teil hier drinnen ist. So, lassen wir es mal so. Mal gucken. Ah ja, okay, perfekt. Geht trotzdem komplett in der Maximalstellung, weil natürlich die ganze Klappe quasi so eine Bewegung macht. Also die geht nicht komplett so hoch, sondern die geht dabei auch so ein bisschen nach unten. Nice. Wenn ich schon am Reden und Erklären bin, erkläre ich euch gleich noch, wie ich die Scharniere hier anschraube. Hier wird es jetzt eh ein bisschen spannender. Aber mal gucken. Auf alle Fälle, Schritt 1, was ich gerade gemacht habe, ist Scharnier nehmen. Also, das ist jetzt ein Scharnier für die rechte Seite. Ich habe es so gemacht, dass es vorne komplett bündig ist mit der Front. Und zwar quasi an, also von, dass diese Platte hier im Endeffekt bündig ist mit der Front, weil das Ding hier steht nochmal so einen Millimeter, glaube ich, nach vorne. Aber ich habe es einfach so gemacht, dass die Platte bündig ist. Und oben habe ich es komplett auf Anschlag an die Holzlatte hier ran gemacht. Genau, und dann, wenn man das dann später aufklappt, achso, bin ich dumm, das ist doch eins für die linke Seite. Ja, okay, auf jeden Fall aufpassen, weil wenn ihr das ausgeklappt habt und es dann ganz oben anhaltet, dann ist es zu hoch, weil in dem Moment, wo man es zusammenklappt, geht diese Spitze hier weiter raus als die Platte. Das heißt, so muss man es anhalten, so dass vorne die Platte, wie gesagt, bündig ist, oben ganz dran, und wenn man das dann ausklappt, dann, ja, okay, das kann ich jetzt so nicht vormachen, aber dann passt es auf jeden Fall. Also das ist das Erste, dass ich die beiden Scharniere hier anschraube und auf der anderen Seite das Gegenstück, also das nicht das Gegenstück, sondern den zweiten Teil. Und dann muss man messen. Und zwar zeige ich euch das gleich, wenn ich die Scharniere angeschraubt habe. Ich stelle mich bei sowas maximal blöd an, solche Dinger anzuschrauben. Im Zeitraffer sieht man das bestimmt nicht, wie lange ich da eigentlich für brauche. Also es waren jetzt 7 Minuten, um 2 Dinger anzuschrauben, 6 Schrauben. Also über 1 Minute pro Schraube, das sagt schon vieles. Gut, als nächstes muss ich jetzt erstmal gucken, welche Platte da hinkommt, weil ich weiß, dass 2 von diesen 3 Platten wirklich exakt das gleiche Maß haben und eine Platte ist aber um 0,5 cm, glaube ich, kleiner. Jetzt muss ich kurz schauen, ob das die ist. Ich habe mir das ja im Baumarkt zuschneiden lassen, die Platten an sich. Und dann schreibe ich mir immer gleich dazu, welches Maß wofür ist. Und dann lasse ich das auch noch in meinem Chat. Also ich benutze so eine WhatsApp-Gruppe im Endeffekt, in der nur ich drin bin. Benutze ich jetzt als To-Do-Liste. Danke, Venix, für den Tipp. Und genau, da habe ich diese Maße noch drin momentan. Klappe rechts Mitte. Genau, das ist die kleinere, alles klar. 53,5. Das ist diese schöne Klappe hier. Jetzt halte ich das erstmal an, um mir das anzuschauen. Ja, okay, ich sehe schon, das wird nicht 100% perfekt, aber close enough würde ich sagen. Wichtiger ist jetzt, dass ich die Spalte zwischen den Klappen gut hinbekomme, dass es schön parallel zueinander ist, weil dann kann man die auch gleichzeitig öffnen. Aber gut, auch wenn das nicht 100% passt, es sollte halt auf jeden Fall so sein, dass es hier nicht schleift beim Öffnen und Schließen seitlich. Aber wenn das passt, dann soll es eigentlich passen. Ja, okay, ich merke gerade, es macht mehr Sinn, dass ich erst die rechte Klappe noch dran mache, weil die rechte Klappe soll natürlich hinten auch bündig enden und dann muss ich die hier eigentlich mittig einpassen zwischen den beiden anderen Klappen. Also von daher, ich mache jetzt mal noch die anderen beiden Scharniere dran und dann erkläre ich euch nochmal, wie es dann weitergeht. So, jetzt heißt es abmessen und anzeichnen. Und zwar als Erstes, ich möchte natürlich, dass die Platten unten bündig enden. Das heißt, zuerst messe ich quasi, ihr müsst euch das so vorstellen, die Schraube kommt am Ende hier so durch und das ist dann ihre finale Position. Das heißt, ich lasse die jetzt auch kurz drin, dann ist es auch zum Messen noch besser. Und jetzt mache ich mit dem Meterstab so lange, dass er ungefähr passt. Dann halte ich mir das hier auf die Mitte von der Schraube an. Also, dass ich quasi wirklich so gut wie es geht den Punkt erwische, wo ich die Schraube
ansetzen muss, also die Spitze der Schraube. Das ist jetzt ungefähr so. Ups, ja, passt schon. Jetzt halte ich es hier unten fest und dann kann ich gucken, was ich hier habe. Ja, also 39,1. Ich muss nochmal kurz anhalten. Ich traue meinen eigenen Messkünsten nicht, also lieber noch ein zweites Mal. Ja, okay, 39,1, jetzt glaube ich es. Genau, und jetzt werde ich dieses Maß als erstes Mal auf die Rückseite der Platte übertragen. Dabei natürlich sich überlegen, ganz wichtig auch, wie rum soll die Platte hin? Also in dem Fall, die ist nicht quadratisch, das heißt, so passt sie nicht, die passt nur so oder halt komplett um 180 Grad gedreht. Aber trotzdem hat man ja im Endeffekt zwei unsichtbare Kanten und zwei sichtbare Kanten. Dann zumindest mal kurz gucken, ob die Kanten schön aussehen, weil hier zum Beispiel sind jetzt zwei so Löcher, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, die hier mache ich einfach nach innen, weil das ist nicht sichtbar, weil hier noch die andere Klappe hinkommt und die andere Seite ist schon sichtbar. Also kommt die Klappe so dran und jetzt lege ich es so hin und zeichne mir erstmal quasi auf der Rückseite von unten weg diese 39,1. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 39,1 war. Verdammt! Also es war 0,1, aber ich weiß nicht, ob es 39 war. Ah, ja gut, jetzt mache ich es halt nochmal so grob. Alles klar, 39,1. Genau, und das zeichne ich jetzt erstmal auf die Platte an, mache da einfach einen kleinen Strich als Markierung und dann geht's weiter. Ich mache sowas immer so, dass ich erst nur einen Punkt anzeichne mit einem Meterstab und dann nehme ich den Winkel. Die Platte ist hier komplett, die hat gerade Kanten, das heißt, ich kann den Winkel anhalten, mir dann so einen kleinen Strich ziehen und ja. Dafür schaue ich jetzt nochmal kurz bei der ersten Klappe, die schon dran ist, die jetzt um 1 mm die Kamera umgehauen hätte. Ja, okay, ich brauche eigentlich nur die äußeren 5 cm, mehr brauche ich gar nicht. Da habe ich den Strich nämlich viel weiter reingezeichnet und eigentlich brauche ich es nur 5 cm. Das heißt, ich mache jetzt vom Rand weg so einen 5 cm Strich. Das gleiche jetzt mit diesem Maß hier. Nein, da nehme ich nicht auch einfach die 39,1, weil nichts ist hier symmetrisch. Also immer alles abmessen, weil sonst bereut man es später. Ja gut, ich mache es auch wieder mit Schraube. Die ist mir vorher runtergefallen, stimmt's? Eine Schraube weniger. Dann nehme ich halt eine neue Schraube. Ah ne, hier liegt sie in dem Schrank drin. Alles klar. Eigentlich bräuchte es die Schraube nicht. Ich meine, das kann man auch grob abschätzen, aber ja, ein bisschen leichter ist es damit. 39,1. Also vorher war das ein komplett anderes Maß, also wirklich um, ich glaube, 9 mm verschieden. Und hier passt es natürlich jetzt, Vorführeffekt. Also, zeichne ich wieder 39,1 an. Und jetzt wird es hier ein bisschen blöd, weil jetzt kann ich es nicht perfekt machen. Aus dem einfachen Grund, dass ich das Grundgerüst von dem Hängeschrank nicht perfekt gebaut habe. Und jetzt habe ich folgenden Fall. Kann ich euch nicht richtig zeigen aus der Perspektive, aber erklären kann ich es euch. Ich halte die Klappe an. Unten muss sie definitiv bündig sein. Und wenn ich sie unten bündig anhalte, dann ist es hier mit der Platte auch ganz gut im rechten Winkel. Aber diese Platte hier hinten, die ganz letzte Trennwand hier, also diese Platte, die ist nicht im rechten Winkel zum Boden. Und deswegen geht es natürlich nicht, dass ich jetzt die Klappe hier vorne dran perfekt dran mache, weil die Klappe ist halt komplett quadratisch. Also nicht quadratisch, aber rechtwinklig. Und wenn ich es jetzt so ausrichte, dass es am Boden quasi passt, dass hier eine bündige Kante ist, und hier auch an der Ecke unten passt, dann habe ich hier oben einen Versatz von 4 mm, also wirklich gar nicht so wenig. Und da mache ich es jetzt so, dass ich die Klappe, ich mache so einen Mittelweg, also ich schiebe die Klappe quasi um 2 mm weiter rüber. Genau, das ist quasi, dann steht die Klappe unten 2 mm zu weit raus und hier oben sieht man 2 mm von der senkrechten Platte. Ist halt dann so, ich glaube nicht, dass es grob stören wird. Aber ja. So, und wie gehe ich jetzt vor? Ich lege die Klappe wieder hin. So, auf der Rückseite ist natürlich jetzt die linke Seite der Platte das, was hier rechts sein wird, weil es ja die Rückseite ist. Und jetzt muss ich wieder abmessen. Und zwar, also die Scharniere, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt. Nee, liegt nicht an mir. Die Scharniere, kann ich euch auch zeigen, die sind teilweise irgendwie so ein bisschen schief. Also die kann man so zusammendrücken ein bisschen. Und wenn die jetzt hier angeschraubt sind, das Scharnier ist so ein bisschen nach innen gekippt. Ich frage mich, ob das Absicht ist oder ob das... Nee, kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil die würden genauso auf und zugehen, wenn sie quasi hier näher zusammen wären. Also da ist vielleicht die Qualität doch nicht so optimal.
aber solange sie ihren Zweck so gut erfüllen, soll mir das recht sein. Auf alle Fälle ist es jetzt hier auch so, dass dieses Ding ein bisschen so geneigt ist. Ich nehme jetzt das untere Maß und ja, oder im Prinzip ich drücke so ein bisschen in die Richtung, dass es gerader wird und messe dann ab. Dann fange ich jetzt aber doch mit dem oberen Maß an, Meterstab. Da wäre jetzt ein kleines Lineal übrigens viel praktischer. Und jetzt messe ich quasi von der äußeren Kante bis zu der Mitte wieder von dieser Bohrung im Endeffekt, wo die Schraube am Ende drin ist. Diese Distanz messe ich zuerst und dann muss ich 2 mm drauf oder abziehen. Ne, 2 mm abziehen. Ich habe ja gesagt, hier unten steht die Klappe ein bisschen über, hier oben ist die Klappe ein bisschen weiter nach da. Das heißt, mein Maß ist 2, oder? Oh, mein Gehirn, es funktioniert nicht. Ganz kurz. Voll der Druck, hey, wenn die Kamera mich so anschaut. Also, nochmal, die Klappe, jetzt muss ich es auch nochmal anhalten, nicht, dass ich komplett falsch rumdenke. Ah, kein Bock, dass ich meinen Pfusch danach wieder ausbessern muss. Genau, die soll so sein. Die Schraube kommt da rein, so weiter darüber. Ich glaube minus, ja, ich glaube schon. Also, ich messe das Maß ab und dann ziehe ich 2 mm davon ab und dann geht's weiter. Wait a second, wo ist mein Bleistift? Ne, den brauche ich noch gar nicht, nur einen Meterstab. Also, wie gesagt, ich drücke das jetzt so ein bisschen rüber, weil die eben so ein bisschen auseinander klaffen. 4,8 minus 2, also 4,6 ist jetzt einfach mein Maß. Haut das hin? Ah, schwierig. Nee, das Ding ist, das haut nicht hin, weil ich habe ja jetzt das so ein bisschen rübergebogen. Und wenn ich dann die Platte da dran habe, dann muss ich es hier drüben auch noch fixieren, weil sonst zieht sie einfach die Platte wieder mit rüber. Ach, wisst ihr was, ich mache es jetzt hier einfach ohne, dass ich das absichtlich hier so rüber biege. Ich lasse es jetzt einfach in dieser leicht schiefen Stellung. Vielleicht ist es ja sogar so gewollt, vielleicht gehört das so. Jetzt messe ich es so nochmal ab und ziehe dann meine 2 mm ab. Ja, okay, so bin ich jetzt bei 5. Also mache ich einfach 4,8. Und dann schauen wir, was passiert. Ich kann gerade wirklich nicht denken, aber ich probiere es jetzt einfach aus. Ist egal. Im schlimmsten Fall muss ich halt die Klappe neu machen. Vor allem so genau geht es eigentlich gar nicht. Man hat da immer noch ein bisschen Spiel, deswegen, ja. Ach so, aber jetzt habe ich das obere Loch gerade gemessen und das untere angezeichnet. Weil die Linie, die ich hier angezeichnet habe, das war ja die untere. Also man muss quasi die Klappe an 2 Schrauben befestigen. Ich habe jetzt die untere ja abgemessen. Das bedeutet, ich muss noch die obere Linie anzeichnen und da kommt mein gerade gemessenes Maß drauf, die 4,8. Hier unten sind es dann 4,6 oder so, weil ich ja jetzt gesagt habe, dass ich diese leichte Schräge drinnen lasse, diese 2 mm. Genau. Auf jeden Fall der Abstand von den 2 Schrauben, die in die Platte reinkommen, der ist 64 mm. Das ist nämlich für eine 32 mm Lochreihe gedacht, weil so IKEA-Sachen und so haben ja immer schon so Löcher drin. Genau, deswegen 64 mm ist der Abstand. Das heißt, ich zeichne jetzt über meine bestehende Linie, die ich von unten abgemessen habe, zeichne ich nochmal 6,4 cm höher in der Linie, mache da auch mein Maß drauf, das hier kommt ein bisschen weiter darüber und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite, also auf der hier quasi, da mache ich auch gleich noch die zweite Linie, dass ich später dann auch reinschrauben kann oder weiß, wo ich reinschrauben muss. Okay, angezeichnet habe ich jetzt, aber nur diese 2 Löcher, hier habe ich eben nur die Höhe angezeichnet. Jetzt klappe ich die Scharniere aus. Und jetzt schraube ich erstmal da an, wo ich komplett die Punkte schon angezeichnet habe. Das heißt auf der äußeren Seite. Das ist jetzt auch ein bisschen crazy, weil, ja, man muss es halt, also zu zweit wäre es leichter, man muss es halt halten und dann die Schraube rein und ja, es geht schon. Geht alles irgendwie, wenn man möchte. Ja, okay, aber ich tue mir deutlich leichter, wenn ich die Schraube davor schon mal ein kleines bisschen in das Loch reingemacht habe. Aber nur ein bisschen, ich will nicht das Gewinde zerstören. Aber so, dass sie schon mal in dem Loch ein bisschen greifen kann einfach. Ich weiß, elegante Pose. Neuer Versuch. Okay. Jetzt habe ich es schon ein bisschen zu fest geschraubt, weil eigentlich ist das ja so, dass man die Klappe auch so einhängen kann. Geht aber bei mir nicht, also vielleicht wird das gehen, wenn es geschlossen ist. Nee, wird auch nicht gehen. Nee, aber ist auch egal, auf jeden Fall ist sie ein bisschen zu weit drin.
dabei, man muss es noch so ein kleines bisschen verrutschen können. Genau, also dann kann sie quasi in ihre Position reinrutschen. Jetzt schraube ich die zweite Schraube noch rein. So. Und jetzt, also ihr seht, jetzt habe ich es quasi hier ganz runtergerutscht, so wie es sein soll. Und jetzt schraube ich die schon mal fest an. Fest heißt auch in dem Fall nicht übertreiben bei so kleinen dünnen Schrauben in Pappelsperrholz, was auch noch ein sehr weiches Holz ist. Und jetzt geht es an die andere Seite. Hier habe ich ja wie gesagt nur die zwei Striche angezeichnet. Das heißt, ich habe nur die Höhe, aber eben nicht die Breite. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich keine 6,4 angezeichnet, sondern 4,6. Das eine wird jetzt passen, aber das zweite definitiv nicht. Ja, aber das kriege ich so ausgebessert. Neuen Strich zeichnen. Ja, nee. Ich hole es nochmal runter. Ich habe keinen Bock, dass das mir jetzt da abbricht. Man sollte natürlich beim Schrauben in Holz immer vermeiden, das möglichst oft, also man sollte es möglichst selten rein und raus schrauben, die Schrauben, weil irgendwann zerstört man dann das Gewinde. Aber ist jetzt so. Da ist ja nicht so extrem viel Last dran. So, also die untere Linie war richtig. Die hatte ich ja von unten gemessen und angezeichnet. Aber die andere eben nicht. Da habe ich definitiv die 4,6 angezeichnet statt 6,4. Der Kopf kann auch eine sehr praktische Stütze sein bei solchen Sachen. Sieht auch kaum bescheuert aus. Okay, jetzt kann ich hier die zwei Schrauben noch reinmachen und dann bin ich mal gespannt, wie es dann ist. So. Alles klar. Und jetzt ist das Ganze eigentlich schon fertig. Jetzt schauen wir mal. Eieieiei. Nee, das passt ja gar nicht. Nee, die passt jetzt wirklich nicht. Ihr seht es ja hier ist ein schöner Spalt. Hier hinten ist die Tür jetzt auch viel zu weit so rüber geneigt. Oben ist sie bündig, unten steht sie hier rüber. Das war nicht das Ziel. Unten passt es auch nicht so ganz. Und sie bleibt oben hängen. Also eigentlich alles falsch, was falsch sein kann. Ja, okay, das ist halt Feintuning. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich das irgendwie hinkriege. Nehmen wir die Tür mal nicht als Beispiel oder die Klappe. Oh Mann, da braucht man vor allem so ein gutes Vorstellungsvermögen, was man wie machen muss. Okay, klar, jetzt weiter rüber an sich verständlich, wie es geht. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Auch wenn das der Decker hier oben gar nicht gut tut. Da passt doch irgendwas nicht. Also es hängt so schon total. Und dann klackt es hier so dran. Boah, nee, das fühlt sich gar nicht gut an. Ja, ich schau mal, wie ich das behebe. Die rechte Klappe passt jetzt einigermaßen. In der Mitte mache ich es jetzt ein bisschen anders und das ist besser. So solltet ihr es auch lieber machen. Und zwar messe ich nicht, dass die Schraube quasi am untersten Punkt ist, sondern ihr seht ja hier jetzt oben diese große Rundung, wo man quasi eigentlich den Schraubenkopf reinmachen kann und dann rutscht man es runter. Und ich nehme jetzt hier so, ja, ungefähr die Mitte von diesem schmaleren Stück oder ein bisschen höher noch als die Mitte, weil dann habe ich später mehr Spiel. Dann kann ich später, ohne dass ich ein neues Loch in die Platte schrauben muss, das Ganze einfach noch ein bisschen verrutschen in irgendeine Richtung und durch die Beilegscheibe kann ich es dann ja trotzdem festschrauben. Und ja, deswegen, ich gucke jetzt mal, was ich hier für ein Maß nehme.
Also jetzt einfach deutlich höher hier ansetzen oben. Ja, 39,6. Ja, ich nehme jetzt einfach mal 39,6. Wie gesagt, das mache ich mit allen vier Dingern so, dann habe ich danach noch Spiel und dann kann ich die Klappe besser austarieren, dass sie hier genau dazwischen gut passt. Die Spalte sind total klein, da habe ich mich ein bisschen, also nicht vermessen, ja doch, eigentlich habe ich mich vermessen. Also es war halt einfach schwierig festzulegen, wie groß die Spalte sein sollen. Und ich hätte definitiv ein bisschen mehr Spalt lassen sollen, weil dann wäre es leichter. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktionieren wird, dass man alle drei Klappen parallel aufmacht. Dann werden die hundertprozentig aneinander hängen bleiben. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, würde ich sagen. Genau, jetzt habe ich mein Maß wieder vergessen. Also ihr habt es gesehen, das war eine Tortur, das so hinzukriegen, aber jetzt passt auf jeden Fall alles soweit ganz gut. Ich habe generell einfach auch ein bisschen sehr wenig Spalt zwischen den Klappen gelassen. Und zwar sind das nur 3 mm, ja und hier so 2,5. Also es ist schon relativ eng und es ist halt einfach so, dass im Van, wie schon gesagt, nichts wirklich symmetrisch ist. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, jetzt gerade 2 mm und 3 mm ungefähr Spalt. Und wenn die aber offen sind, die Klappen, man kann die alle gleichzeitig öffnen. Aber dann ist der Spalt auf einmal verschwunden. Also ohne Witz, wenn die geöffnet sind, es geht, finde ich schon mal super nice. Also das ist echt cool. Aber dann ist hier einfach wirklich kein Spalt mehr. Ich habe dazu eine Instagram-Story gemacht, da sieht man das ganz, ganz gut. Deswegen, ich blende euch einfach mal kurz die Story ein. Dann könnt ihr das da nochmal sehen. Aber es geht sogar trotzdem auch, dass man alle gleichzeitig aufmacht. Aber da streifen sie sich hier schon haarscharf. Also sie berühren sich definitiv. Aber es geht. Hier ist es krass. Das ist echt krass. Kommt kein Licht mehr durch, aber es schleift eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich mit der Seite schon mal durch. Machen wir wieder alle zu. Ja, also wirklich krass, oder? Wie knapp das jetzt ist. Deswegen bin ich schon ganz froh eigentlich über das Ergebnis. Das ist nicht perfekt. Also hier ist so ein kleiner Versatz, aber so minimal. Und auch hier oben sieht man es ganz bisschen. Aber das ist wirklich absolut nicht störend. Deswegen passt das echt gut so und ich bin froh, dass man die noch gleichzeitig öffnen kann. Das ist schon cooler, als wenn man jetzt nur jede nacheinander öffnen könnte, weil die dann so krass aneinander schleifen würden. Da bin ich echt ganz froh drüber. Zu Instagram noch ganz kurz, da poste ich eigentlich jeden Tag so ein paar Stories und zeige ein bisschen, was ich hier mache. Da könnt ihr das bisschen mehr in live verfolgen. Ich meine, auf YouTube mache ich es ja jetzt auch wöchentlich im Prinzip, im Großen und Ganzen. Das heißt, da ist es auch noch relativ in Echtzeit. Aber auf Instagram seht ihr eben gleich jeden Tag, was ich gerade so mache und könnt es da mitverfolgen. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und jetzt bin ich mit der rechten Seite hier fertig. Jetzt geht's an die linke Seite. Da habe ich nochmal eine so eine Klappe und dann noch zwei Türen. Ich bin mal gespannt, wie es da so hinhaut. Aber ich hoffe, dass es da auch passt. Also das mit den Türen und Klappen ausrichten, das ist wirklich auch keine Arbeit für mich. Ich bin bei sowas wirklich nicht besonders geduldig. Aber ja, solange das Ergebnis dann passt und das tut's jetzt, bin ich dann auch doch zufrieden damit. Aber ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe hier auf der Seite schon mal und jetzt kommt noch die andere Seite. We'll be right back.
So, die Klappe auf der anderen Seite sitzt auch. Position sollte auch passen. Das sieht man natürlich erst richtig, wenn die Türen dann auch dran sind. Da bin ich echt noch mal gespannt, aber das mache ich dann morgen. Aber ich wollte euch noch eine Sache zeigen, und zwar das mit dem Federkraftverstellen. Das klappt nämlich auch super und geht ganz einfach. Ja, okay, hier passt es eigentlich eh schon ganz gut. Ja, ein bisschen kann man es strenger machen. Auf jeden Fall hier unten ist quasi eine Schraube, Kreuzschlitz, und da kann man einfach mit einem Schraubenzieher, quasi so wie wenn man eine Schraube reindreht, also im Uhrzeigersinn, genau, da macht man es strenger, die Feder. Und wenn man das macht, dann hält die Klappe besser oben, falls sie das nicht so perfekt tut. Bei der großen Klappe drüben musste ich es gerade bis, also schon ein ganz gutes Stück nachziehen. Aber das ist auch wirklich eine große Platte. Hier hat es eigentlich schon fast gepasst, aber schauen wir mal, wie es jetzt ist. Ja, also jetzt auf jeden Fall bleibt die in jeder Position da oben stehen. Also es ist so, ungefähr dieser 75 Grad Winkel, den kann man so machen. Und hier oben drüber kann man auch machen. Und wenn man aber dann kleiner als 75 Grad macht, dann schwingt es immer wieder hoch. Also dann hat man quasi den Federweg. Genau, das heißt, es ist nicht möglich, die Klappe irgendwie so oder so zu arretieren. Da geht die immer auf. Und dann irgendwann, hier ist der Wendepunkt. Okay, da kann man sie natürlich schon arretieren. Und wenn ich es jetzt noch ein kleines Stück weiter zumache, ja, okay, da merkt man, da ist eine leichte Kraft, die es zumacht, aber die reicht nicht, um es zuzumachen. Auf jeden Fall wird es dadurch auch ein bisschen zugehalten. Genau, und dann hier ungefähr ist der Punkt, jup, da geht es dann los nach oben. So, jetzt schauen wir mal die anderen Klappen noch an. Ja, okay. Nee, ganz ehrlich, das passt so, also was will man mehr? Die hält auch in der komplett offenen Stellung, von daher, da schraube ich jetzt nicht lang rum, aber falls es mal irgendwie locker werden sollte oder so, kann man das ganz einfach mit dem Schraubenzieher jederzeit nachstellen. Also mit diesen Klappscharnieren bin ich jetzt fertig. Mein Fazit, echt top. Gefällt mir echt sehr gut. Und ja, ich habe eigentlich wirklich gar nichts an denen auszusetzen. Wie gesagt, es ist deutlich besser, mit den Schrauben lieber so mittig anzusetzen, dass man nicht mehrere Löcher machen muss und trotzdem ein bisschen nachjustieren kann. Das funktioniert dann relativ gut. So habe ich es jetzt bei der Klappe hier drüben auch gemacht. Da ist es dann echt deutlich leichter, wenn man das so macht. Und ja, für heute mache ich Feierabend. Morgen mache ich mich an die zwei Türen und dann mal gucken, ob ich dann das Video schon beende.